Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Der Dr. Med. Henning Sartor aus Konstanz ist heute bei mir. Er ist Elektroniker gewesen in seinem früheren Leben. Heute ist er Arzt und er hat diese zwei Dinge zusammengeführt. Und das ist für mich eine unglaublich bedeutsame Medizin daraus geworden, wo auch Otto Warburg natürlich immer in die Welt hinausgepausiert hat, dass Krankheit aus einem Elektronenmangel kommt, aus einer Übersäuerung. Und heute ist dieser Mediziner wieder da, um mit uns über dieses Problem zu sprechen. Bleiben Sie dran. Lieber Henning, ganz herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Wir haben ja schon zwei Sendungen gemacht über diese Bedeutsamkeit dieser Zusammenhänge. Und vorhin hast du mir doch gesagt, ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Problematik ist auch der Magen, also der Bauchregion. Mhm. Und da möchte ich noch ein bisschen hören. Ich kenne zwar die Bauch-Hirn-Achse und, aber wie jetzt da Elektronen und Basen und Säuren im Zusammenhang stehen, da bin ich jetzt mal gespannt, von dir was zu hören. Ja, zunächst mal haben wir ja einen Schlauch, der bei den Lippen beginnt und am After endet. Und dieser Schlauch, der Verdauungsschlauch oder vom Mund über den Darm zum After eben, dort ist eine ganz andere Welt. Das ist nicht unser Körper, sondern das ist eigentlich Außenwelt. Die betragen wir nur in uns. Das ist sowas wie die Mutter Erde im Blumentopf für die Pflanze. So können wir das vergleichen. Das heißt also, wir haben eine eigene Welt in uns und diese Welt wird immer gefüttert, einmal durch Wasser, aber auch durch Nährstoffe, Nahrung eben. Und diese Nahrung, die muss natürlich optimal zusammengesetzt sein, aber die muss dann auch im weiteren Verlauf des Darmes zunächst einmal verarbeitet werden. Und hier reden wir tatsächlich über Arbeit. Und diese Arbeit erledigen für uns die ganz großen Helfer, nämlich die Drüsen mit ihren Enzymen. Und diese Enzyme, die verarbeiten, also schneiden sozusagen die Nährstoffe klein. Und wenn die dann auf einen gesunden Darm treffen, dann wird das erstmal zunächst aufgenommen, die sogenannte Resorption. Hierbei helfen uns aber wieder andere Helfer und letztendlich sind es dann die Bakterien, die in unserem Bauch die Muttererde gestalten. Und diese Muttererde, die hauptsächlich eben für uns aus Bakterien besteht und aus Schleim und solchen Dingen, aber diese Bakterien sind eigene Lebewesen. Die haben einen eigenen Stoffwechsel. Und diese eigenen Regeln, die dort in dem Bauch herrschen, die sind heutzutage der Gegenstand der Forschung. Ja, man hat ja in der Forschung jetzt gerade gesagt, man hat ja ein Mikrobiom, das war ja lange Zeit gar keine Diskussion. Jetzt hat man's. Ich hatte kürzlich die Frau Dr. Anne-Katharina Tschocke hier. Sie ist ja eine Expertin im Bereich der Bakterien und ich habe hier eine ganz neue Welt kennengelernt. Wie selten, dass man heute eigentlich hier mit Bakterien arbeitet, also mit sogenannten Probiotikum, oder? Mhm. Wo man eigentlich wieder ein Milieu schafft im Darm an Bakterien, die in der Lage sind, auch wieder einen Liquigat oder weiß Gott was alles wieder ins Lot zu bringen. Also ist das eine wichtige Medizin geworden, heute diese Bakterien im Fokus zu halten? Ja, vor allem der Stoffwechsel dieser Bakterien steht jetzt gerade im Gegenstand der Forschung. Wir nennen das, was die Bakterien machen aus unserer Nahrung, nennen wir Mikrobiom als Bakterienansammlung sozusagen in der sogenannten Vielfalt, in der Diversität der Bakterien. Aber das, was die dort machen als eigenen Stoffwechsel, das bedeutet am Ende, die Stoffe, die dabei entstehen, die nennen wir Metabolom, also der Metabolismus des Mikrobioms. Mhm. Und was dann also dabei herauskommt, das kann also günstig für uns sein oder auch ungünstig. Das heißt, ungünstig wäre, wenn das Ganze eine Art Gift wird, zum Beispiel ein Fäulnisgift. Wenn es günstig ist, dann sind es effektive Nährstoffe, von denen wir Energie beziehen und auch gute Impulse fürs Immunsystem zum Beispiel.
Und wann passiert das mit dem Fäulnis? Es gibt also eine Verdauung und die Verdauung kann entweder zu 100% optimal verlaufen. Es gibt aber auch das, was wir Fehlverdauung nennen. Zum Beispiel, wenn man jetzt bestimmte Dinge in den Mund nimmt, also ein Nahrungsmittel, was ziemlich feste Konsistenz hat, das aber nicht gut kaut, dann kommt ein sogenannter Bolus in den Darm und der wird nur von der Oberfläche her dann angedaut, aber nicht richtig verdaut. Da gelangen also feste Nahrungsbestandteile unverdaut in die tieferen Dünndarm- und auch zum Teil Dickdarmabschnitte. Und dort sitzen dann die Bakterien und verwerten das Ganze. Und das nennt man, wenn es dann Eiweiße sind, die Proteobakterien verwerten Eiweiße zu Fäulnisgiften. Und diese Fäulnisgifte, die werden heutzutage sehr intensiv untersucht. Und wir sehen ganz viele Zusammenhänge, und du hast es schon genannt, die Gut-Brain-Axis. Also wir untersuchen sehr genau, was passiert, wenn man zu viel Fäulnis im Bauch hat mit dem Gehirn oder dem Nervensystem im Bauch selbst. Mhm. Und man hat also festgestellt, dass je mehr Fäulnis es im Darm gibt, desto schlechter geht es unserem Nervensystem. Wahrscheinlich ist es das Ammoniak, oder, wo dann ins Blut geht. Aus den Fäulnisprozessen gibt es ja dieses Ammoniak, oder? Übers Blut geht es ins Hirn. Und das kann ja auch eine ganze Wesensveränderung vollziehen an einem Menschen. Richtig. Also einer der Fäulnisgiftstoffe ist das Ammoniak. Ammoniak ist eine Substanz, die aus eben stickstoffhaltigen Proteinen, Aminosäuren entsteht, und zwar im Fäulnisprozess mit Bakterien. Das Ammoniak kann aber auch noch in uns selbst entstehen, und zwar die zweite Quelle ist, und deshalb Sportmedizin lässt grüßen, also im Muskel selbst kann durch Abbau von ATP, also dem Diesel der Zelle, kann bei Übersport, kann also auch Ammoniak entstehen im Muskel selbst. Das heißt, wir haben zwei Ammoniakquellen, und Ammoniak ist ein sogenannter Mitochondrienkiller. Das heißt, Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, können nicht mehr richtig Energie bilden, wenn entweder zu viel Fäulnis oder zu viel anaerober Stoffwechsel schon wieder, also Übersport, Übertraining gemacht wird. Im Bereich des Amateursports habe ich immer wieder das Gefühl, dass sehr viel übertrainiert wird, weil man es nicht besser weiß. Kannst du mir hier noch ein paar warnende Hinweise geben? Ja, also es gibt im Sportbereich zwei wesentliche Zonen, in denen man trainieren sollte. Und zwar Muskelaufbau. Ja, wir brauchen einen anaeroben Reiz im Kraftsport für den Aufbau der Muskulatur. Aber wir brauchen im Wesentlichen für die Gesundheit einen sogenannten anaeroben Stoffwechsel. Und das ist nicht nur der niedrigste Laktatwert, sondern interessanterweise auch gleichzeitig der niedrigste Ammoniakspiegel, den wir da in diesem Ausdauer, Grundlagenausdauerbereich, nämlich im aeroben Stoffwechsel haben. Deshalb müssen wir ganz viele, auch Breitensportler, zunächst mal, um in die Gesundheit zurückzukommen, herunterbremsen im Training. Viele überfordern sich und bilden dann zu der Darmflora dann auch noch Ammoniak aus dem Muskel. Also runterfahren mit dem Sport, aber das ist noch nicht fertig, weil der Kurt Mosetta war mal noch kürzlich da und sagt auch, es ist so schlimm im Breitensport, kommen sie abends nach dem Arbeiten nach Hause, gehen ins Fitnessstudio, wird 1-2 Stunden, wird gepaukt, völlig übersäuert, kommen sie nach Hause und das ist schlecht. Nüchtern Sport früh morgens hat er zum Beispiel empfohlen. Mhm. Und ich glaube, hier wäre es super, wenn du nochmals einhackst. Was sollen sie wirklich tun? Runter mit dem Sport ist das eine, okay. Aber wir wollen ja im Breitensport was tun. Ja, es braucht eben, wie man so schön sagt, im Körper oder auch in der Seele eine Balance. Bei den alten Griechen hieß das Homöostase, also ein Gleichgewicht.
Und dieses Gleichgewicht, das besteht aber im Sport in dem, was wir Polarized Training nennen, nämlich zu 90% der Zeit des Trainings braucht man Grundlagen aus Dauersport, nämlich im sogenannten aeroben Bereich oder auch Fettverbrennungsbereich genannt. Mhm. Und dann brauchen wir noch 10% etwa, bei manchen Sportarten etwas mehr, vielleicht 20%, aber dann richtige Schnelligkeit und Kraftsport, um die Muskeln, die Muskelmasse aufzubauen. Aber die Gesundheit basiert hauptsächlich auf diesem aeroben Stoffwechsel, nämlich dem sauerstoffreichen Bereich, wo sowohl das Laktat niedrig ist, als auch das Ammoniak niedrig ist. Mhm. Und diese schädigenden Einflüsse aus der Übersäuerung und aus dem Giftstoff Ammoniak kann dann eben möglichst niedrig gehalten werden und damit die Gesundheit deutlich gefördert werden. Das heißt, du wärst ein Befürworter von Selbstkontrolle im Breitensport. Ich habe zum Beispiel so eine Uhr gekauft, die zeigt mir an, wenn ich in der Fettverbrennung bin, Cardio oder Höchstleistungen, dass man hier gezielt immer schaut, oh, ich bin jetzt gerade noch in der Fettverbrennung, also langsamer joggen oder weiß Gott was. Das wäre sehr hilfreich, oder? Ja, es wäre sehr hilfreich. Die professionelle Version ist die, dass man diese Pulsfrequenz, an der man sich ja dann orientiert mit diesen Uhren, dass man die synchronisiert, nämlich ab und zu nachmisst, bei welchem Puls habe ich welchen Laktatspiegel oder wenn man die Maschine dazu hätte, welchen Ammoniakspiegel habe ich. Mhm. Interessanterweise laufen diese Kurven zwischen Ammoniak und Laktat aber parallel. Also es genügt, wenn man den Laktatspiegel misst und den aber auf die Pulsfrequenz synchronisiert und dann weiß, aha, bei dieser Frequenz habe ich jetzt in diesem Trainingszustand meinen wirklich aeroben Zustand für die Gesundheit meiner Zelle. Dann fasse ich nochmals zusammen, wenn ich im Breitensport nicht professionell mit der Uhr arbeite und im Fettverbrennungsbereich drin bin, 90%, super gesundheitsförderlich, 10% noch im Bereich Cardio, alles okay, wunderbar. Dann tue ich mir was Gutes. Genau. Und wenn ich darüber bin, dann ist es eigentlich gegen meine Gesundheit gerichtet. So ist es. Und zwar einmal, weil eben zu viel Säure entsteht über das Laktat und zweitens eben sehr viel Ammoniak, was eben die Mitochondrien bremst. Und das Dritte, was man auch noch bedenken muss, ist die Darmdurchblutung. Also der Darm muss ja, wenn er Nährstoffe aufnehmen will, muss er ja durchblutet werden. Je mehr Kraftsport ich mache bei hohem Puls, dann sinkt die Durchblutung des Darmes. Und das hat wieder rückwärts Auswirkungen auf die Verdauung. Also die Verdauung wird umso schlechter, je mehr ich mich überlaste mit anaerobem Stoffwechsel, also Übersport, könnte man sagen. Mhm. Switch ich wieder zurück in den Magen. Im Magen habe ich mal gelernt, es gibt Bakterienstämme, die überwiegend gerne Zucker lieben, so Zuckerjunkies. Und dann gibt es eigentlich die Bakterien, die gerne so ein bisschen Bitterstoffe lieben, die gesundheitsförderlich aufbauenden Bakterienstämme. Und aus Grund der Ernährung, die wir heutzutage in dem Volk haben, eine überwiegend kohlenhydratlastige Ernährung, haben wir auch eine Verschiebung des Mikrobioms. Das heißt überwiegend eigentlich destruktive Zuckerjunkies-Bakterien. So, und das ist ja ein großes Problem meines Erachtens, oder? Ja, wir haben einmal diese Art von verschobener Ernährung in Richtung Kohlenhydrate zu bedenken. Und wir müssen dann aber auch noch bedenken, dass die meisten Menschen ja viel zu schnell essen und dann eben auch zusätzlich zu der Überlastung mit Kohlenhydraten, was die Darmflora, wie du richtig sagst, in eine bestimmte Richtung drängt, dann aber auch noch eine schlechte Verdauung dazu kommt. Und diese schlechte Verdauung bildet dann wieder Giftstoffe, nämlich eine Fäulnisflora, die wiederum die gesunde, vielfältige Darmflora dezimiert. Das heißt, die Bakterien in sich im Bauch, die führen gegenseitig eine Art Krieg
Und wer am meisten Nährstoffe bekommt durch zum Beispiel nicht gutes Kauen und eine Fehlverdauung, dann freuen sich diese Fäulnisbakterien und die dezimieren wieder die gesunden Bakterien, die wir eigentlich zum Leben brauchen. Ich verstehe. Ich kenne das immer noch, da hat man mal ein Lebensmittel nicht gern und sagt, oh, ist das scheußlich. Und dann zieht man das mal 1-2 Monate durch und plötzlich hat man es gern. Das hat ja eigentlich nichts mit mir zu tun, sondern mit denen zu tun. Es kommt darauf an, wer frisst hier unten, oder? Essen's die Zuckerjunkies, die lieben natürlich gar nichts gern, also Bitterstoffe. Und wenn es die Bitterstoffliebenden fressen, dann lieben die das natürlich. Und plötzlich kann ich eine Abneigung zu Nahrungsmitteln ändern. Schon auch spannend, hä? So ist es, ja. Also wir werden fast 1:1 diktiert und geführt von der Darmflora im Sinne der Gustogenese, also der Vorlieben in der Nahrungsauswahl. Das bestimmen eigentlich nicht wir, sondern die Bakterien in uns über ganz bestimmte Botenstoffe. Aber wenn dieses Missverhältnis schon da ist, ich überwiegend Zuckerjunkies hier unten habe, dann werde ich natürlich im Supermarkt ständig irgendwelche süßen Sachen sehen, weil die schreien ja die ganze Zeit, ich habe Hunger. Genau. Da wird also aus dem Darm die Nahrungsmittelauswahl beeinflusst. Und dann wird aber auch noch dafür gesorgt, dass eben möglichst schnell gegessen wird, damit möglichst viel nicht bei uns ankommt, nämlich über eine gesunde Verdauung in unserem Blut und in den Zellen, sondern eben nicht verdaut bei den Bakterien. Und die wollen ja diese Dinge haben. Das heißt, wir schlingen viel zu viel und kauen zu wenig. Das heißt, auch der Speichel wird zu wenig verwendet, damit die Verdauung eben möglichst nicht vollständig abläuft und die Bakterien mehr haben als wir. Heißt das auch, dass wenn ich jetzt weiß, dass ich möglichst wenig Kohlenhydrate essen sollte und jetzt esse ich aber trotzdem etwas im Bereich Kohlenhydrate, was ja Futter ist für die schlechteren Bakterien, wenn ich jetzt das aber gut kaue und gut mit Speichel versetze, ist es dann immer noch Futter für die schlechten Bakterien oder ist das irgendwo dann im Ausgleich? Ja, wir müssen hier verschiedene Zonen im Darm betrachten. Also der obere Dünndarm ist eigentlich derjenige, die Zone, in der wir die Nährstoffe aufnehmen, wenn dann die Nahrung komplett verdaut ist. Also und dort sitzen noch nicht so viele Bakterien. Die Anzahl der Bakterien nimmt im Verlauf des Darmes Richtung After immer mehr zu. Mhm. Und diese Bakterien, die dann im Ende des Dünndarms oder im Dickdarm sitzen, die wollen auch noch Nahrung haben. Und deshalb wird also dafür gesorgt, dass man möglichst schnell isst und schlecht verdaut, damit das besser durchrutscht zu denen. Also, und wenn wir jetzt aber sehr gut kauen, dann haben wir die Nährstoffe gut verdaut und auch resorbierbar. Und dann wird es im oberen Dünndarm gut verdaut, resorbiert. Und dann haben diese Bakterien nicht so sehr den Nutzen davon. Das heißt, ich verschiebe eigentlich das ganze Darmmilieu bis zum Enddarm nur durch gutes Kauen. So ist es. Und das Neuere, was wir jetzt lernen im Zuge der Forschung im Metabolom, ist, dass das Verhältnis innerhalb der Darmflora-Bakterien eben bis zum Dickdarm so sein muss, dass der pH-Wert, jetzt muss man schon wieder von Säure-Basen-Haushalt reden, aber im Darm diesmal, und dieser Säure-Basen-Haushalt im Darm, der soll als Milieu, als Lebensraum für diese Bakterien möglichst niedrig sein, interessanterweise. Genau das Gegenteil zu unserem Körper. Also wir brauchen im Schlauch, also im Darm, ein Milieu für die sogenannte Säuerungsflora, was eben sauer sein muss, damit die gut leben können. Und das sind, wie du sagst, diese nützlichen Bakterienflora, braucht also einen pH-Wert von 6,0 im Stuhl. Jetzt, wie sieht's in der Praxis aus, wenn du 10 Leute untersuchst? Über Stuhlproben, da sieht das Milieu bei weitem wahrscheinlich nicht gut aus, oder?
Ja, ich sehe, die meisten meiner Patienten haben einen pH-Wert von deutlich über 7 im Stuhl und haben auch eine sogenannte zu feste Stuhlkonsistenz. Das heißt, der Darm entleert den Stuhl nicht zeitgerecht. Der Stuhl bleibt zu lange im Dickdarm, bleibt dort und wird immer fester. Je länger er da drin ist, desto fester wird der Stuhl, weil ja der Dickdarm das Wasser heraussaugt. Und wenn jetzt das zu lange drin bleibt, dann hat's eben diese Bakterien, für die Fäulnis vor allem, haben sehr viel Zeit, sehr viele Giftstoffe zu produzieren. Deshalb hat man gelernt, dass je länger der Stuhl im Darm bleibt, desto schlechter geht's unserem Immunsystem, unserem Nervensystem, aber auch der Darmwand selbst, weil dann entsteht zum Beispiel viel mehr Dickdarmkrebs. Aber genau dieser Punkt, wo du jetzt gerade gesagt hast, ist ja eigentlich ein Indiz für unsere Zuschauer zu Hause. Hätten sie jetzt einen sehr harten Stuhlgang, dann ist es eigentlich angesagt, jetzt zum Arzt zu gehen und das zu diskutieren. Ja, der Arzt muss sich allerdings auch mit den neuen Verhältnissen auseinandergesetzt haben. Der muss eben die neueren Erkenntnisse der Metabolomforschung gelernt haben. Mhm. Also man muss heutzutage als Arzt eigentlich wissen, dass es ein Säuerungsflora-Milieu im Dickdarm braucht mit einem pH-Wert von 6,0 im Stuhl. Und die optimale Konsistenz auch bei Menschen in der Steinzeit war eben nicht die harte Wurst, sondern wie ein Kuhfladen. Mhm. Und man hat also gelernt, um dieses Milieu herzustellen, kommt man zurück, das ist nichts Neues, aber man kommt zurück auf die Ernährungsweise vor dem Weltkrieg, sagt man, nämlich in den letzten Jahrhunderten hatte jeder Mensch oder jede Familie im Keller einen Topf Sauerkraut. Also das Fermentieren von Gemüse und allen möglichen Lebensmitteln ist sehr en vogue, ist aber nichts Neues, ja, weil man greift nur eine uralte Tradition, klar, wie auch in Asien ja immer noch üblich, wieder auf und man lernt, dass das eigentlich das Milieu für den Darm optimal einstellt. Aber genau da mit diesem fermentierten Nahrungsmittel, das heißt einfach, wie ich sehe, viele Leute, die Bakterien hier unten haben das nicht gern, weil es die Falschen fressen. Dann sagt man, genau, das schmeckt ja nach Saure, oh, das ist eklig, oder? Man muss sich daran gewöhnen. Aber du hast es eben schon sehr genau gesagt, du hast erzählt, dass es, wenn man ein bitteres Lebensmittel mal eine Zeit lang zu sich nimmt, dann auf einmal entwickelt sich ein Bedarf, ein Wohlgefühl dabei. Mhm. Und so ist es auch bei einem sauer fermentierten Gemüse. Selbst Kinder mögen eigentlich am Ende dann doch das Saure und mögen das auch zum Beispiel Sauerkrautsaft oder Sauerkraut selbst, ja, immer in einer steigenden Dosis sehr gerne. Ich habe einen Fernsehgast, der regelmäßig hier ist, hat auch Darmkrebs. Hat jetzt 2 Jahre lang selber Sauerkraut fermentiert und bei der letzten Untersuchung war er gesund. Und da muss ich sagen, mein Gott, das ist ja so bedeutsam, dieses Wissen, ja, von fermentierten Nahrungsmitteln. So ist es. Also wir lernen jetzt biochemisch sehr viel auch über schädliche Gallensäuren, die aber nur dann entstehen, wenn der pH-Wert über 6,5 geht im Stuhl. Und die gute Nachricht ist, man kann das ganz leicht selbst messen. Man muss nur sich überwinden, den Harnstreifen, den man benutzt, das ganz normale Lackmuspapier, diesen Indikatorpapier für den pH-Wert, den man auch für Aquarien verwendet, genau, ja, den nimmt man einfach und legt den auf den Stuhl und wartet dann natürlich ein bisschen, bis das Wasser dann in dieses Filterpapier eingesaugt ist und wo sich die Farbe verändert hat, nicht braun, sondern grün oder blau. Dort hat man dann den entsprechenden pH-Wert, okay, zu sehen. Das kann jeder zu Hause selber messen. Also 6,0 wäre optimal? 6,0 ist optimal und man hat dann eben, wenn man sehr viel sauren Durchfall hätte bei einer Gärungsdyspepsie, also Fehlverdauung in Richtung Gärung, dann würde der pH-Wert unter 5,5 absinken, dann hätte man aber auch Durchfall. Also das beim Durchfall ist das eher in der sauren Richtung und bei der Verstopfung,
eher in der basischen Richtung. Man muss aber aufpassen, weil man hat sich daran gewöhnt, festen Stuhlgang zu haben. Das ist aber in der Regel schon zu fest. Das heißt, der Darm beherbergt den Stuhl zu lange. Du hast vorhin gesagt, optimal wäre irgendwie wie ein Kuhfladen. Aber Kuhfladen ist ja für mich jetzt auch schon irgendwie Durchfall, oder? Solange der Körper nur ein- bis zweimal Stuhlgang entledigt an einem Tag, ist der Kuhfladen in der Konsistenz durchaus in Ordnung. Mhm. Wenn man eben Durchfall hätte, dann wäre das häufiger als dreimal. Und das ist natürlich dann auch wieder zu viel. Mhm. Also in der Gesundheitsprävention ist jetzt gerade diese Diagnostik über den Stuhlgang für unsere Zuschauer sehr wichtig, zu wissen, dass ich hier was machen kann, weil ein Milieu nicht stimmt. Und dann kann man regulieren bei einem Arzt, der sich damit auskennt, oder? Richtig. Und dieses Regulieren findet zunächst mal statt, indem man sich das ganz genau anschaut. Die professionelle Version dieses Anschauens ist eine Diagnostik, die in Speziallabors gemacht wird, wo dann nicht nur der pH-Wert gemessen wird, sondern alle wichtigen Bakterien einerseits, auch die Bakteriengruppen, und dann aber auch die Metabolite heutzutage, zum Teil über den Urin oder über Blut, nämlich zum Beispiel schädliche Gallensäuren. Und wenn man das alles genau betrachtet hat, dann kann man ganz gezielt an der Korrektur, in diesem neuen Gleichgewicht arbeiten. Ganz spannend. Danke dir ganz herzlich, lieber Henning. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie durften jetzt auch ganz viel lernen, wie ich jetzt auch gerade, dass man so viel Diagnostik über den Stuhl machen kann und einfach auch mal mit so einem pH-Blättchen, einem Aquarium, wo man das überall kriegt, da einmal den Stuhlgang zu messen. 6,0 hat er gesagt, wäre optimal. Ich finde, das sollten wir vielleicht einfach mal tun und zu wissen, wie es um unsere Verdauung steht. Und nochmals, was da ganz, ganz wichtig ist, kauen, dass möglichst vieles schon richtig verdaut werden kann im Magen unten und es nicht irgendwo in die Vergärung kommt. Habe ich das richtig zusammengefasst? Super, vielen Dank, ja. Wunderbar. Alles Gute, gutes Kauen, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.